Story weit. Einige Tipps und Tricks-Videos kommen die nächsten Tage noch, unter anderem, wie ihr den weißen Araber bekommt, weil dich nicht so einfach denkt man, ist es aber, wenn man es richtig macht. Also ich habe den weißen Araber, als ich wusste, wie es geht, beim ersten Mal bekommen und du schaffst das auch. Und wie das geht, das schaust du dir am besten in meinem Tipps und Tricks-Videos an zum weißen Araber. So, jetzt geht's weiter mit dem Intro. Und wir zocken einfach weiter in der Story, um einfach wieder ein bisschen mehr zu sehen von der Welt und ein bisschen mehr zu machen und. Weil sonst kommt das wieder zu kurz und das muss ja auch nicht sein. Die Welt ist so schön und es macht so viel Spaß, dass man das ruhig machen kann. So, der muss einen Ladebildschirm überwinden. Und ja. Okay. Wir sind bei Valentine. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Da geht's weiter in der Story. Mary Linton, da gehen wir hin. So, wo ist unser Pferdchen? Da hinten. Dem geht's aber gut, ne? Ja, wir können es nochmal striegeln. Obwohl es ist sauber. Wir können es nochmal streicheln. Good girl. Okay, Come auf geht's. on, Das hier ist eins der besten Pferde im Spiel. Es ist nicht das Beste. Es gibt noch den schwarzen Araber, den man kaufen kann, und es gibt auch noch schnellere Pferde. Aber dazu mache ich irgendwann noch Videos. Jetzt machen wir erstmal mit dem weißen Araber weiter. there, Mister. Na, immer schön grüßen. Denkt an die Ehre. Und wir reiten ein bisschen durch die Welt und schauen uns ein bisschen um, was uns denn noch so begegnet. Auf dem Weg der Story. So. Man kann ja einfach stundenlang. Da ist jemand. Da hinten. Okay, wir gehen mal vom Pferd runter. Is not old crazy man Cassidy. Weil ich nicht weiß, ob der das Feuer eröffnet oder nicht. Wir gehen mal hin. Der scheint blind zu sein, aber das kann auch ein guter Witz Seek sein. redemption all. It's never too late. Wir sprechen mal mit ihm. Help a blind man. Ja, man sollte immer mal was geben. Wir There geben you ihm mal einen go. Dollar. Manchmal verraten die einen was, manchmal nicht. Just as evil begat evil your whole life long, so good may beget good. Well, okay then. Thank you, I guess. Okay, das war's. Na gut. Man bekommt nicht immer was, aber egal. Ich habe gerade wieder so eine komische Nachricht gekriegt. Dann kriegst du eine Mitteilung von Lavu, irgendwie traut sich nicht zu schreiben. Woher weiß die App, dass sich da jemand nicht zu schreiben traut? So ein Bullshit. Okay, egal. Wir reiten weiter. So, durch die Natur, die sehr, sehr belebt ist. Das ist dein Ernst, Ziegenbock? Alles gut. Alles gut. Aufs Pferd drauf. Zumindest schlage ich das Pferd nicht mehr. Ey, da kommt ein Ziegenbock und rennt ins Pferd rein. Das muss man mal überlegen. Ist bestimmt eine Frage der Kollisionsabfrage, aber egal. War auf jeden Fall lustig.
So, da geht's weiter. Ihr braucht die Tiere gar nicht jagen, ihr könnt die umrennen. So, da rennt der nächste. Na, das ist ein Hirschbock. Mit dem möchte ich jetzt nicht unbedingt Bekanntschaft machen. Und ein Rentier oder sowas ist das. Ja, lauf deines Wegs. Er weiß nicht so wirklich wohin, jetzt haut er ab. Na toll, wir nehmen die Verfolgung auf. Aber weil wir hoch müssen. Okay, und hier oben irgendwo soll unser Ziel sein. Ja, geht den Weg hoch, alles gut. Boah, guckt euch die Sonne an. Ja, schauen wir uns das doch mal an. Oh, was ist das denn? Okay. Shell of safety. Shell of safety. Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. The path to truth. Well, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? Wenn du so weitermachst, für deinen Tod. I don't know about this nonsense. Let me speak to the boy. Are you always this negative and antagonistic, sir? Ach, komm! Only when dealing with idiots. Now let me talk to the boy! Überwältige den Anführer. I'm starting illusions with you. An der Kehle packen. Arthur, please just go! Goddamn lunatic! You think I'm playing here? Ich will den nicht erwürgen, das bringt nichts. Ich muss den jetzt erwürgen. Is this clear enough for you? Ich hab keine Wahl. Leave him alone! That's enough, Arthur! Kid, come on. This is crap. You're better than this. Better than what? Better than one in paradise? Better than thinking these fools know a damn thing about paradise. Now let me take you home. You're a sad man, Arthur. You're a real sad man. Sure, but come home. No, not a chance! Leave me alone, Arthur! I didn't ask for your help! Na, das kann man natürlich nicht zulassen. Wie das schnellere Pferd. Also eigentlich habe ich das schnellere Pferd. Ich will mein Pferd nichts tun, aber... Wow, 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 wow. Naja, hier kann ich mit dem Pferd nicht runter. Ja, Mission gescheitert, klar. Wenn der natürlich, wenn der natürlich da die Felsen runterrennt, ich werde mein Pferd da nicht gefährden. Kann ich mich nochmal entscheiden?
Leave me alone, Arthur! I didn't ask for your help! Okay. Vielleicht sollten wir wirklich leben lassen, aber. Vielleicht wäre es die beste Option, den leben zu lassen. Er ist verdammt schnell. Ich hoffe nicht, dass unser Pferd stirbt. Wobei, dann starten wir ja eh wieder von vorne. Da ist er. Ich jag den jetzt über die halbe Map. Ja, boy, du hast doch keine Chance. Schießt in die Luft. Oh, 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 nein, 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 nein. Oh, Alter, ich dachte schon. Please, Arthur. I'm a man now. I found something. A calling. You're just a kid. You're making a big mistake. I'm not taking advice from you. You're an outlaw. You leave me alone. They're good people. I'm warning you, Arthur Morgan. Yeah, genau. Leave me alone. Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur. I don't want to live anymore. Kid, just calm down. Leave me alone. Ich will den doch nicht erschießen. Ich will den nicht erschießen. Seid ihr doof? Habe ich jetzt die Waffe aus der Hand geschossen oder habe ich ihn umgebracht? Okay, wir starten die komplette Mission neu. Wir erwürgen den Typen nicht. Wir versuchen es mit Geduld. Ich will den nicht töten, auf keinen Fall. Ich habe keine Lust, den zu töten. Ich möchte das nicht. Okay, gut. Jetzt versuchen wir es nochmal ohne. Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. The path to truth. Well, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. Na, das muss er sagen. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? I'm still searching, I guess. We are all searching. Chelonianism is about searching. What do we search for, do you think?
Du willst mich jetzt nicht befragen. Unsinn. You're searching for whoever stole your common sense, you nutcase. Are you always this negative and antagonistic, sir? Nun, wir entschuldigen uns mal. I'm not a very cultured man. Forgive me, please. I am a fool for my God and a happy one, sir. I bless you. What do I dream about? Who are my heroes? Keine Ahnung. Schildkröten oder Narren? Komm in dem Schildkröten. I have no idea. Turtles. Yeah, turtles. You love turtles? I love them too. Turtles. Jamie knows the truth. But of course, you may speak with him. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur! Just come and speak with Mary! Then make up your mind! Och nö! Jetzt haben wir dasselbe ja trotzdem. Also das Ergebnis wird immer dasselbe sein. Ich will den aber nicht töten. Oh, bist du wahnsinnig! Du Vollidiot! Ja, ist klar, wenn der die Kutsche lang geritten kommt. Oh, fuck yeah. Leave me alone, Arthur! I didn't ask for your help! Kommt wieder diese hässliche Kutsche. Ja, ist gut, Pferdchen. Wir müssen ein bisschen Gas geben, sonst haut er uns ab. Oh, unten ist er. Ich weiß gar nicht, ob es da noch eine andere Lösung gibt, aber der wird uns echt abhauen. Come on, Jamie, your sister's worried about you. What are you gonna do, Jamie? Live the rest of your life in the mountains with those people? They're my friends! If you don't leave me alone, I'll shoot you. I swear it! What are you talking about? You ain't no killer! You don't know who I am! Kommen wir noch rüber? Das ist gescriptet. Please, Arthur! I'm a man now! I've found something! A calling! You're just a kid! You're making a big mistake! I'm not taking advice from you! You're an outlaw! You leave me alone! They're good people! I'm warning you, Arthur Morgan! Leave me alone! Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur! I'm gonna...
I don't want to live anymore. Kid, just calm down. Leave me alone. Okay, also R2 leicht gedrückt halten. Jetzt haben wir die Waffe erwischt. Now calm down. Let's go see your sister. Okay. Na bitte. Okay. Okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. But one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago, son. Yeah. Well, this wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. You didn't try to kill yourself. You know, you taught me how to ride a horse. Too well, apparently. Chelonia, though? Really? You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtles. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father? Nice man? He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but all right, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Hey, are you still with Dutch and what was his name? Hester? Jose. Yep, still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Shit. Maybe Mary did make the right choice. No doubt. None of it is anything like the nonsense you read in the newspapers. Here we are. She must be waiting inside. Und auf Pferd anbinden, damit sie es ausruhen kann. Make it quick or I might run off again. Ja, ich muss ja mein Pferd anbinden. Das automatisch macht er nicht. Pferd führen. You're nervous about seeing her, aren't you? Nein! Anbinden! Also führen. Und anbinden. Keiner steigt. Komm, lass reingehen. Das ist okay. Jamie.
Amy! Come home. Please, you've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Das ist eine Liebe, die mag ich. Oh, you'll never change. I know that. Das kann natürlich sein. I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. Okay, Mission abgeschlossen. Gucken wir uns die Details an. Ach! So, R1. Überzeuge den Anführer ohne Gewalt. Bringe JB innerhalb von 2 Minuten zu Mary zurück. So schnell waren wir dann doch nicht. Will ich aber auch gar nicht sein. So, gucken wir mal, was jetzt weitergeht. Auf der Map. Ist gar nicht mehr so viel zu tun. Da unten geht's weiter. Oder da oben. Flaco Hernandez. Da müssen wir aufpassen. Den brauchen wir noch. Gesucht. Versuchen wir mal die. Diese Quest jetzt zu machen. Okay. Aber ihr wisst ja, es kann alles anders kommen. Das ist ja der Wilde Westen. So. Nur unser Pferdchen erstmal gucken, wie es aussieht. Wie fit es ist. Erstmal müssen wir es striegeln. Das sieht ja aus wie Sau. Ja, das ist halt so, wenn man ein weißes Pferd hat. Kennst du auch, wenn du ein weißes Auto hast. Musst du auch immer sauber machen. Ich glaube, das Pferd fühlt sich jetzt auch besser. Oh, ich erhalte aufgrund meiner hohen Ehre im Geschäft Rabatt. Ist so gut. Obwohl ich ja, ne, nicht unbedingt der Netteste bin. Ja, wir reiten nicht so schnell. Dann geht das mit dem Ausdauerkern auch. Für eine Ballerei. Ja, aber wir nehmen vorher vom Pferd was mit. Und zwar die Pump. Den mal, der sehen. Oh.
immer noch einer? Ja, da. Weißt du was, den hauen wir so weg. This ain't good. So. Und was war hier los? Candleman. Saying I gotta pay them protection money. I told them where to stick it, and well, I guess you just saw how that panned out. Ich will ihn nicht aufheben. Was ist das für eine Waffe? Nö, die brauchen wir eigentlich nicht. Abgeschliffener Cuttlemann. So, vielleicht erfahren wir jetzt auch, was hier los war. You'll be all right. Just stick it out. I just want to go back home. Okay, das war's schon. Wir haben nur bei einer Schießerei geholfen. Da hinten raucht's. Okay, die Waffe steckt da auch wieder weg. Ich hab das Pferd gerade gestriegelt, ne? Schon wieder. Wir haben uns verritten. Genau, wir müssen hier runter. Alles gut. Den kennen wir doch. Ja, dich kennen wir schon. Oder? I hope you ain't looking for gold, partner. I ain't seen so much as a fleck round here. Ist immer noch so nett. Alright, here we go. Here we go. Na, der will seine Ruhe haben. Den hatten wir schon mal. Was nicht zu tief wird fürs Pferd? Naja, aber geht. Alles klar, wir müssen hier hoch. Ist gut, Pferdchen. Oh, Gas. Hier sind wir falsch. Alles gut, wir haben es geschafft.
Wölfe sind weg. So. Yep. Und weiter geht's. Irgendwann geht's mal in den Zug rein, ich weiß es. So, weiter geht's. Sehr ungemütliche Ecke hier. Okay. Wir kommen also auf die Fahndungsliste, wenn wir gesehen werden. Wollen wir dann wirklich da rein? Ob das wirklich eine gute Idee ist? Wir sollten zumindest versuchen, querfeld einzureiten. Dass wir nicht gesehen werden. Auf den Wegen lang ist, glaube ich, nicht die beste Idee, wenn das Ding abgeriegelt ist hier. Und wir sollten unser Tuch nehmen. Damit erkennt uns keiner als Arthur Morgan. Was ist das? Geier. Da ist unsere Zielperson. Okay, then. Ist aber keiner. How many? A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No. I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Just keep your eyes open. I am. Jetzt. Wollte schon sagen, es ist gar nicht geskriptet. Wo
Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side, and then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. Lass ja mein Pferd in Ruhe. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Finde das Boot. Ich alleine oder was? Let's head up river and find this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes, south of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Some young mother, they're saying, Dutch murdered on the boat. Hey, stay up here. I wasn't there. Bad day. And no money yet, it seems. I hope you know where that is, at least. Dutch and Hosea say they do, but it's trapped in the town. Oh, it must be wonderful to have such trust in one's parents. Arthur, why are you stopping? Weil du gesagt hast, sollst du dem zurückkehren? Mine would have sold me for a hogshead of ale. In fact, I think they tried. Mein Gott, ey, guck, wo du hinreitest, Volldon. Wir sollen ein Boot finden, also müssen wir ans Wasser. Warum rennen die Deppen? Wo sind die denn jetzt wieder hin? Okay, und jetzt? Wir müssen da lang, oder was? Soll ich mein Pferd hier runterstürzen, oder was? Ja, kommt schon! Hä?
die verarschen mich doch. Okay, wir müssen da lang. Ach nee, das ist noch mein Weg. Ach, das ist meine Wegmarkierung. So. So, die haben wir weggemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Und zwar, warte mal. Gedrückt halten. Nö. Ja, weil ich nicht weiß, wo du hin willst, du Vogel. Da ist es. Careful. Down there. Reckon those might be our boys. All right, gentlemen. Follow me. We'll follow them. Nice and easy. Let's make sure it's him first before you go starting another war. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Come on, let's keep them in sight. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Yeah, what's in him? Come on. Ja, du musst reiten. Apparently there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Ich folge dir nur. Pulling into shore. All right, let's take a closer look. Binoculars, gentlemen. So, Gegenstände. So, who are these bounty hunters? I don't know too much about Axe Skeleton's boys. But I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Du reitest nicht da runter, oder? Ja, hey. Control your horse, Arthur.
Okay, girl. Mein Horse ist schon gut. Kontrolle über deins. Can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Crouch down out of sight. Take out your knife. Wait. Oh, my knife? Okay, warte. Let's get in the river. Wait until he's got them off guard before crossing. Die andere Hand. Gentlemen, excuse me, dear brothers, my wife is taken ill, gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. You take the one on the left. Where is she? Okay, come on, stay low. I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose everything. Oh, calm down, Mister. I'm having a fit. God damn it, Arthur! Okay, let's get after him. A pleasure as always, gentlemen. Divian has geplündert. Warte, was soll ich machen? Ich soll ihm bestimmt folgen. Come on. We got two halfway up the canyon to deal with. Der hat aber die Knarre draußen. Brauchen wir keinen Dead Eye dafür. Okay, so geht's also nicht. Ich wollte die ganzen Opfer noch looten. Na, mach mal Rückweg.
die plündern wir wenigstens. Na, bist du doof? Okay, wo sind die? Habe ich überhaupt keine Munition mehr? Less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do I get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all miss me a lot. But fear not, the joy's back in your lives now. Okay. Ja, meine Gute, wir machen wir gleich. Wir wollen erstmal plündern. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das böse waren oder nicht, aber... Oh! Warte, warte, warte! Jetzt gucken wir, wo wir hingehen. Aus Blackwater sind wir ja schon raus. Ich würde sagen, wir gehen mal zurück ins Lager.
Tu dir nicht weh, Pferdchen. So, Buch wieder abmachen. Ist immer noch dran. Gut, weg ist es. So. Und wir reiten weiter. Ja. Achso, wir können auch die Hand wieder frei machen. Und begeben uns mal auf den Weg ins Lager. Durch die Weiten der Prärie. Was mich mal interessieren würde, wie viel haben wir denn jetzt von der Karte schon aufgedeckt? Warte mal. Naja, schon ein Stück. Aber egal. So, und weiter geht's. So, wir reiten weiter. Und wir reiten mal im Easy Going Mode. Das ist total cool. Man kann nämlich andere Sachen nebenbei machen, während man reitet. Und er, Arthur, reitet schön alleine seinem Ziel entgegen. Wir sind ja auch shoot the chains off, please. I'm done for otherwise. So how'd you end up like this? You know, it's a problem. Shoot the damn chains already. Come on. Come on, do it. Oh, yes. Yes. Perfect. Ah, thank you. I got no money to give you, but I think I might got something even better. Some of those fellows talked about this old crone up north of Strawberry. Got herself a tidy sum locked away. Maybe just stories, but they were sure excited. Oh, yeah? Why'd I be interested in that, huh? Just a hunch. Up to you. Okay. Können wir uns ja überlegen. Yep.
Das Geile ist, durch diese China-Kamera ändert sich auch die Szenerie nicht. Also der Zug kommt weiterhin. Oh cool, das haben wir sich inzwischen verändert. Hey, listen! I just wanted to say, I know you bastards missed me. Even you, Arthur. Even you. So, wir sind wieder im Lager angekommen und würde sagen, machen wir mal Schluss für heute. Ich sag ciao, haut rein und bis zum nächsten Mal.